Wir sind heute im Wirtschaftsbeirat, im Umweltausschuss mit dem Thema EU-Beschränkungsverbot zu PFAS. PFAS hat man vielleicht in den letzten Monaten durch die Presse erfahren, ist eine Verbindungsklasse fluorierte Alkylsubstanzen in der Chemie, die in der Technik weiten Einsatz finden. Und es gibt seit Anfang Februar einen Entwurf eines kompletten Verbots dieser Substanzen sowohl in Herstellung, Vertrieb als auch Anwendung. Das hat ungeahnte Folgen für die Industrie. Und wir werden heute in drei verschiedenen Vorträgen das Thema beleuchten. PFAS sind natürlich bedenkliche Substanzen, was die Thematik Löschschäume oder die Verbreitung dieser Chemikalien in den letzten Jahrzehnten in die Umwelt angeht. Deswegen ist per se ein Beschränkungsverfahren nicht falsch. Nur so, wie es gemacht wird, ist es eine Katastrophe, weil es auch komplett die Fluorpolymere, also die Fluorkunststoffe, umfasst. Und diese sind in einer modernen Technologiegesellschaft wie der unseren unersetzbar. Es handelt sich hier um Verbindungen, die ich brauche, um Elektromobilität zu machen, um Wasserstoffelektrolysen zu machen, um Halbleiter zu produzieren, um das 5G-Netz zu betreiben oder um unzählige medizinische Anwendungen. Und derzeit wird alles in einen Topf geschmissen. Das ist nicht akzeptabel. Und hier muss es Änderungen in diesem Beschränkungsvorhaben geben. Die zweite große Sorge, die uns umtreibt, ist eine Entscheidung der Firma 3M, in Gendorf den größten Produktionsstandort für diese Substanzen in Europa zu schließen. Gendorf ist die einzigste Produktionsstätte in Deutschland und macht 40% der europäischen Produktionsmenge aus. Sie ist die modernste Anlage mit der modernsten Umwelttechnologie und als einzigste in der Lage zu recyceln. Die Schließung von Gendorf wäre eine Katastrophe nicht nur für den Chemiepark, das Bayerische Chemiedreieck, sondern auch für die deutsche Industrie.